Ja, und damit hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid hier auf Münsterland TV. Ich will noch mal ein bisschen in Pets Hotel reingucken. Es hat mich eigentlich verzaubert, trifft es eigentlich schon. Von daher dachte ich mir, wenn wir ein neues Spiel starten, nicht direkt mit der Herausforderung, sondern vielleicht dann schon mit dem Tutorial noch mal ein bisschen reingucken, um auch Zeit zu geben, euch mir ein bisschen Feedback zu geben, wie ihr das Spiel findet, und für mich, dass wir gucken können, wie bauen wir. Da war ich schon ein bisschen überfordert. Ich habe das Baumenü gefunden, aber dementsprechend nicht, wie es läuft. Mal schauen. Willkommen im Tutorial, welchen du lernst, wie du Baumodus verwendest. Sehr schön. In das Hotel betreten. Geh mal hin. Nimm das Telefon ab. Hallo, hier ist dein Onkel. Ich bin froh, dass du mir helfen wirst. Sag mir, was sind deine ersten Eindrücke vom Hotel? Es ist schön zu hören, dass es dir gefällt. Wie du sehen kannst, ist es noch im Aufbau. Also brauchen wir zusätzliche Hände zum Arbeiten. Beginnen wir vielleicht mit den Grundlagen. Bau ein Zimmer und streich es für unsere ersten Gäste. Tab. Mit Steuerung muss gucken. Mal gucken mal. Das ist das Büro, der ist schon ziemlich groß, ne? Das jetzt hier gedacht als ja, scheinbar. So, hier. Hundezimmer. Erstmal ein Hundezimmer, ne? Mal gucken. Ah, okay. Haben wir hier ein Hundezimmer, okay. Baut eine Decke. Wände. Wände. Okay, so. Okay. Oh, eine Tür. Tablet und hänge es auf. So ein Wandtablet, da ist es. Was von außen hin hängt. Ah, da soll das auch hin. Okay. Linke Alt-Taste. Also.
beiden Seiten. Okay, hier sitzt die Hundehütte. Würde ich sagen, wir machen das von außen. Die Draufsicht. Wir können das nutzen. Okay. Okay. Machen wir es irgendwie anders, oder? Was wir hier machen können. Telefon abholen. Gut gemacht, das war doch nicht so schwer, oder? Nee. Okay. Zum nächsten Tutorial gehen wir direkt über, ne? Du wie das Telefon? Ist wieder dein Onkel. Ich weiß, dass du dich auf den Anruf deiner ersten Gäste freust, aber bevor du es passiert kannst, denke daran, deine Daten im Computer anzugeben, okay? Information, die er sie dir gegeben hat, an den Computer. Okay. So. Haben wir ja schon gestern getestet. So, wir haben einen Freiraum. Hallo, ich wollte fragen, ob du morgen einen Platz für mein Tier buchen kannst. Was hast du denn? Ein Hund. Ein Hunderaum haben wir. Mein Platz, Hund. Machen wir. Gigi, keine zusätzlichen Leistungen. So. Wir schon, ne? Machen wir hier. Dann haben wir hier Notizen. Die 3 Tage. Die 3 Tage. Erstellen. So, Schnorkel. Dann schnell, komm morgen. Denk auch daran, ihn im Computer anzumelden und dann unser vierbeinigen Gast ins Zimmer zu begleiten. Viel Erfolg. Neuer Tag. Schnell rein. Muss jetzt nichts hier rein oder so? Ach, guck weiter. Das sieht doch besser aus. Da kommt jemand. Guten Tag. Die Gigi ist da. Verwenden. Annehmen. Okay. Übernehmen wir sie mal.
geht's gut, ne? Komm, wir gehen mal in deine Hütte hier rein. Iggy, verbleiben 3 Tage, cool. Kleine losmachen. Wählen ans Telefon. Jo. Jo, bis gleich. So. Wie ich höre, ist der erste Gast bereits in unserem Hotel angekommen. Bis jetzt machst du dich wirklich gut. Jetzt wartet die eigentliche Herausforderung auf dich. Du musst dich richtig um unseren Gast kümmern. Sammle deine Kräfte für den morgigen Tag. Du wirst sie brauchen. Ja. Gast angenommen. Erfolgreich. Da können wir noch ein Tutorial machen. Willkommen im Tutorial, welches du lernst, wie du dich um dein Haustier kümmerst. Sehr gut. Hotel betreten. War gestern nicht viel gemacht, außer Entgegnung. Oh, hier ist auch ein bisschen Anbau gekommen. Hallo, hier ist dein Onkel. Heute zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du dafür sorgst, dass sich unsere Gäste gut aufgehoben fühlen. Fangen wir mit dem grundlegendsten Bedürfnis an, nämlich der Nahrung. Der erste Gast sieht hungrig aus, also musst du ihm Essen geben. Achte darauf, was du kaufst. Jeder Gast hat andere Vorlieben. Unser vierbeiniger Gast ist ein bisschen schmutzig, also bring ihn ins Badezimmer und bereite ihm ein Bad vor. Nach dem Bad schneidest du ihm noch die Krallen. Vollständiger Service. Achte auch darauf, dass er genug Bewegung bekommt. Denk da, dass die Tiere zustreicheln. Du willst doch nicht unseren Gast traurig sind, oder? So. Holen wir ihn erstmal raus, ne? Du willst erstmal Tier auswählen. Deine Vorlieben. Rindergeschmack. Am liebsten mag Ente gar nicht. Noch mal etwas einkaufen. Das wird so erstmal streicheln hier. Ja, feine Gigi. Feine Gigi. Ihr Futter? Da haben Wasser, lecker Wasser, noch was. Kauf Shampoo. Oh, weil es ist schmutzig.
Schaum. Jetzt fein machst du das. So. So. Kalkstein ist, glaube ich, hier. Hier müssen wir mal ein Leerzeichen, das haben wir ja schon gemacht. Oder geht's noch mal? Ah, lieber nicht zu viel, ne? So schon wieder knapp. Sehr schön. Nach draußen, also da. Nee. Haben wir hier einen Außenbereich? Wahrscheinlich hier, ne? Die Leine ab. Nur ohne Leine kacken. Entschuldigung, Stuhlgang verrichten. Los machen. Wer das wohl ist. Macht der Gast sieht gut und glücklich aus. Lass uns weitermachen. Tutorial. Komm, ist auch nicht so spät. Ich will das. Vielleicht kriegen wir die sogar alle in einen. Gucken. Geht bestimmt wieder das Telefon als erstes. Hallo, hier ist der Onkel. Jetzt ist die Zeit, das Tier an den Besitzer zu übergeben, okay? Wenn der Kunde kommt, meldest du das Tier aus dem Computer ab und übergibst es ihm, okay? Hm, da kommt er schon. Guten Tag. Was man eben hätte er nichts bezahlt an die Leine führen, so kommen. Sehr schön, ist bereits abgehandelt. Jetzt ist es an der Zeit, auf den nächsten Besuch zu warten, okay? Ja, sind kurze Tutorials, also wir kommen ja ganz gut zurecht, ne? Dass wir dementsprechend auch weiterkommen.
kein Haustier da aktuell, ne? Sonst Telefon schon wieder gehen. Kleines Tier kümmern. Schließlich haben sie auch Bedürfnisse, okay? Als erstes nimmst du die Anrufe von Kunden entgegen und registrierst den Besuch im System, okay? Wie viel haben wir denn? Ich weiß ja gar nicht, was wir alles haben. Nur ein Hund, oder? Das ist wieder alles zu hier, okay? Da haben wir freies Aquarium, okay? Was hast du denn? Ein Fisch, 3 Tage. Captain Iglo, vielen Dank. Ja. Der Captain kommt. So. Hier annehmen. Der Captain. So. Ich. 3 Tage. Stelle. Ja. Nee. Das war's für heute. Die eigentliche Herausforderung beginnt morgen. Okay. Warten auf den Kunden. Alter. Tritratrolala, der Captain, der ist gleich hier da. Oh, 1 Million auf dem Konto, okay. Guten Tag. Verwenden, der Captain. Ja, nee. Geht sehr gut, ne, wie es aussieht. Da ist vom Gewitter wahrscheinlich. Captain, dem geht's gut. Futter kaufen. Ich Leute, die Fische in Hotel, also Katzen und Hunde, habe ich ja schon öfter gehört, aber viel. Und wir spielen. Was? Nur das klingende Telefon annehmen. Tutorial abgeschlossen, das nächste kommt. Zack, zack, zack. Oh. Mitarbeiter einstellen, das ist auch noch wichtig, ja. Wie ist dein Onkel gleichzeitig im Hotel umnotiert? Das hat er aber. Also könntest du definitiv etwas zusätzliche Hilfe gebrauchen. Ein Zimmer, ja.
Heute werde ich dir beibringen, wie du Mitarbeiter einschätzt. Beginne damit, eine Stellenanzeige zu erstellen. Anzeige. Stellenanzeige hier. Rezeption, okay. Die Tierflieger geht nicht, okay. Ich auch Telefon, ne? Vielleicht taucht morgen ein Kandidat auf. Gehe deinen Lebenslauf sorgfältig. Gehe seinen Lebenslauf sorgfältig durch. Okay. Wenn du dich entscheidest, ihn einzustellen, weis ihm einen Arbeitsplatz zu. Okay, jetzt wird wieder die Nacht sein. Mal gucken, ob einer kommt. Also ich hätte schon Lust zu. Wie ist denn eure Einstellung dazu? Gebt mal gerne Feedback. Es gibt ja so Spiele, da macht es nur Spaß zu spielen. Es gibt Spiele, da ist auch das Zugucken in Ordnung. Oder sogar toll, von daher. Ich würde dann im Sandbox starten. Guten Tag. Wo wollen Sie denn? Vielleicht erstmal hier melden. Dann stehe ich nicht ein, wenn der so durchgeht. Level 1, 100 Euro pro Tag, trips zumindest hin, okay. Walter. Ja, hier steht, dass ich einstellen soll. Also ich hätte ihn jetzt nicht eingestellt. Jetzt muss ich den Mitarbeitern einen Arbeitsplatz zuweisen. Bestimmt hier, oder? Ne. Nicht auf. Jetzt schon automatisch hier vorne. Ne? Wahrscheinlich mache ich das hier, ne? Walter. Toll gemacht. Dein neuer Mitarbeiter sollte morgen auf Arbeit erscheinen. Ja. Wirst du lernen, wie dein Mitarbeiter verwalten kannst. Okay. Und gucken wir noch an. Ich glaube, ganz so viele waren es gar nicht, Tutorials. Schon da, ne? Natürlich nicht bauen. Ne, hier kann man nichts pflegen mit Mitarbeitern. Ob hier irgendwas steht. Ne. Ach, schön, dass Sie auch noch mal da sind, Herr Brown. Oh, hat er, ach so, ein schönes Hemd an. Können wir hier sagen Management Arbeitszeiten ändern von 8 bis besser so von 8 bis 16 Uhr also wir das ändern schicken Pause genau. Gibt es auch, ob ich den Pause schicken kann. Machen wir eine Pause.
Wenn du schon zu spät kommst, kannst du dich auch noch mal ein bisschen ausruhen. Dass ich erstmal Wasser. Sehr gut. Und dann schicken wir ihn direkt zur Schulung. Vielleicht lernt er noch was, man weiß es nicht. Kommt morgen nicht zur Arbeit. Dann gehst du ans Telefon. Gut gemacht, das war's für heute. Überlass. Du hast einen tollen Job gemacht. Überlasse ich dir das Hotel. Die Tour ist abgeschlossen. Sehr gut. Ja, haben wir doch gut eine halbe Stunde reinbekommen. Also, wenn ihr Sandbox sehen wollt, also wirklich, wie ich hier ein Hotel aufbaue, dann schreibt es in die Kommentare. Zeigt es mit Daumen und natürlich, dass ihr das Video geschaut habt. Aber wenn ihr das hier überhört, habt ihr das ja getan. Von daher, schönen Nachmittag euch. Tschüss.